Die Diagnose Parkinson ist für jeden Menschen, der sie bekommt, ein Schock. Vielleicht noch verbunden mit der Erleichterung, endlich zu wissen, was nun los ist und warum man vielleicht schon seit Monaten und Jahren sich mit Symptomen rumschlägt. Jeder Mensch könnte Parkinson bekommen. Es gibt keinen wirklich speziellen Risikofaktor und wir wissen auch noch nicht, was man nun besonders tun muss oder tun kann, um das Ganze zu vermeiden. Das blockiert natürlich jetzt erstmal jedes rationale Nachdenken darüber und es ist schlicht und ergreifend Panik, Angst, Verzweiflung und Entsetzen, was dann um sich greift. Das ist das, was die Menschen dann erstmal beherrscht. Und dann hoffen sie natürlich, dass jetzt medizinischerseits das möglichst lange hinausgeschoben werden kann. Ja, um viele Jahre noch glücklich gestalten zu können, ist es gerade bei jüngeren Patienten wichtig, dass sie aktiv ihre Situation, ihre äußere Situation so gestalten, dass sie sich nicht aus ihren psychosozialen Rollen herausnehmen müssen, dass sie in angepasster Weise diese ausüben können, sowohl beruflich als auch sozial. Ich rate eher dazu, zunächst einmal selber mit der Situation fertig zu werden, zu versuchen, eine vernünftige Einstellung dazu zu bekommen und dann nach wenigen Wochen, vielleicht ein, zwei Monaten, sich zu überlegen, wie man seinem unmittelbaren Vorgesetzten und vielleicht auch den unmittelbar benachbarten Kollegen im beruflichen Umfeld, dann aber auch im familiären Umfeld, den Freunden, der Familie, diese Diagnose nahezubringen und auch zu sagen, was das bedeutet. Und beruflich heißt das, dass man gegebenenfalls zusammen mit dem Behindertenbeauftragten, wie er ja leider oft heißt, ja, dass man versucht, seinen Arbeitsplatz so umzugestalten, dass man eben mit den Parkinson-spezifischen Einschränkungen trotzdem klarkommt. Und das heißt dann konkret, nicht zu viel geschwindigkeitsabhängige Aufgaben, nicht zu viele Aufgaben, wo die Aufmerksamkeit ständig gewechselt werden muss, nicht so viel durcheinander tun, weil der Mensch will trainiert werden. Geist und Körper brauchen die Herausforderung, auch die Anstrengung. Natürlich bei einem Erkrankten angepasst. Genau. Groß öffnen, schließen. Sehr gut. Das ist eine ganz wichtige Übung. Gib nochmal bitte auf beiden Seiten Daumen und Zeigefinger. Früherkennung ist schwierig, aber Früherkennung ist wichtig geworden. Und wir wissen inzwischen, dass eine rechtzeitige, frühzeitige, auch gute Therapie dazu führt, dass viele von den Komplikationen gar nicht erst auftreten und die Patienten nicht nur eine bessere Lebensqualität haben, sondern insgesamt auch länger leben und weniger Komplikationen haben. Das Entscheidende sind eigentlich letztlich zwei verschiedene Säulen. Die eine Säule ist natürlich die, dass wir versuchen müssen, eine möglichst intelligente und möglichst wenig mit Nebenwirkungen behaftete medikamentöse Therapie zu haben. Denn die ersten Jahre sind ja medikamentös ausgesprochen gut zu behandeln. Man spricht auch geradezu vom Drug Honeymoon, weil die Medikamente in der Frühphase gegeben sehr gut wirken und die Symptomatik fast zum Verschwinden bringen können. Neben der medikamentösen Therapie gibt es als weiteres eine ganze Reihe von Dingen, die man im Alltag tun muss. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist Physiotherapie, eine gezielte und gut trainierte Krankengymnastik. Wenn Sie sich wohlfühlen dabei, gehen Sie euch noch ein bisschen mehr in die Hocke und wieder hoch, nur nicht ganz durchstrecken die Knie, ganz langsam in Zeitlupe hoch und runter. Okay, also Sie haben jetzt alle hier so einen Kugel bekommen und Sie sollen jetzt versuchen, sich auf die Kugel draufzusetzen und die Kugel, wenn es geht, hier oben festzuhalten. Dann geht es erstmal das Gleichgewicht zu halten. Ja. Nutzen Sie Ihre Fähigkeit zu spüren, zu beobachten. Und dann fahren Sie fort mit der Bewegung der Arme nach rechts, lassen Sie Kopf und Augen Ihren Händen nach rechts folgen. Und mit diesen Therapien ist es auch nach wissenschaftlichen Standards möglich, durch ein ganz intensives Sprachtraining frühzeitig ein leiseres und undeutlicheres Sprechen zu vermindern.
erste Übung, die Sie jetzt machen sollen, mhm, wäre die Lippen spitzen und die Lippen breit ziehen im Wechsel, so wie Sie es hier auf der Vorlage sehen. Mhm. Das heißt, der Mund ist geschlossen. Und jetzt die Lippen breit ziehen, mit einem breiten Lächeln. Und wieder nach vorne spitzen. Auch hier würde ich sagen, wieder etwas langsamer machen, die Übung, also so, dass Sie mehr Kontrolle über die Bewegung haben. Pa! Pa! P! P! Wenn das so anstrengend ist, machen Sie ruhig mal eine Pause zwischendurch, ne? Und schließlich gibt es die Möglichkeit, Parkinson-Patienten zu operieren. Durch die Operation, haben wir in unserer deutschen Studiengruppe zeigen können, ist für viele Patienten, gerade jüngere Patienten, eine dramatische Verbesserung von Lebensqualität für viele Jahre möglich. Und wir können zum Teil auch Symptome, also Krankheitszeichen wie das Zittern, die mitunter nicht von den Medikamenten zu bessern sind, die können wir damit doch oftmals deutlich und dramatisch verbessern. Ja, also ein typischer Gedanke, den gerade Parkinson-Patienten auch immer haben, ist, oh Gott, das kann ich nicht. Himmel nochmal, wenn das mal gut geht. Und statt den Gedanken zu entwickeln, oh Gott, das geht bestimmt schief, bloß nicht kleckern, bloß nicht zittern jetzt oder irgend so etwas, kann man zum Beispiel den Gedanken produzieren, ich probiere es einfach mal aus. Mal sehen, wie es klappt. Und in dem Moment werden die Menschen schon sehr viel ruhiger. Und dies muss man allerdings am besten konkret üben. Wir empfehlen, dass wir allen Patienten sagen, ihr solltet gut informiert sein. Gute und saubere Informationen gibt es zum Beispiel bei den Patienten-Selbsthilfeorganisationen. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich nicht zurückzieht mit der Erkrankung. Umso wichtiger, dass man vielleicht über die Selbsthilfegruppen versucht herauszufinden, was man denn eben sonst noch alles machen kann, was die Selbstregulation unterstützt. Und diese Selbsthilfegruppen, die sind heute alle sehr gut aufgestellt. Ich habe die Kassiererin gebeten, das Geld aus dem Geldbeutel zu nehmen. Und die sagte, sie wird dafür nicht bezahlt. Und dann fing die Hand noch mehr an zu zittern. Geldbeutel fällt hin, alles liegt auf dem Boden. Also ich denke, es ist das Beste, sich gleich zu outen, zu sagen, dass man die Krankheit hat, dass man Parkinson hat. Einfach ganz praktische Hinweise zu bekommen, was kann ich im Alltag tun, um tatsächlich nun meine Erkrankung richtig anzugehen. Und da hilft natürlich Bewegen, Bewegen, Bewegen. Da helfen verschiedene andere Dinge wie eine richtige Ernährung und viele Dinge, die eigentlich so im Alltag für uns normalerweise selbstverständlich sind, die man aktiv dann auch beüben kann. Dass man wirklich sagt, ich versuche so etwas wie tierische Fette, Süßigkeiten zu reduzieren, ja, und stattdessen viel zu trinken. Aber häufig reichen Trainingsprogramme von 4-5 Stunden, wo die Menschen Denkanstöße bekommen und an praktischen Beispielen lernen, wie sie mit Problemsituationen dann besser umgehen können, um das Handicap zu vermindern. Wir wissen heute, dass wir die Lebensqualität der Patienten über viele Jahre sehr gut behalten. Wir haben viele Dinge in der Entwicklung, die auch in Zukunft tatsächlich auch die Parkinson-Patienten in ihrer Lebensqualität deutlich bessern können. Wir wissen, dass wir beginnen können, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Man kann aktiv bleiben, man kann Teil der Gemeinschaft bleiben und auch noch wirkliche Funktionen, also Rollen ausüben. Also alles mitmachen, soweit es irgendwie vernünftig ist, aber es geht im Regelfall viel mehr, als man so denkt. Und das ist die Botschaft. Und siehe da, die Menschen können plötzlich ein glückliches, erfülltes Leben führen, trotz der körperlichen Funktionseinschränkung, also trotz der Disability.